Wer mit YouTube Geld verdient, hat vielleicht auch in YouTube-Studio schon gesehen, dass eine große rote Meldung oben ist. Bitte Steuerunterlagen oder Steuerinformationen richtig angeben, Steuern, USA zahlen, irgendwas. Da bekommt man erstmal so einen Moment, was, ich soll jetzt Steuern abgeben? Denn tatsächlich, wenn man untätig bleibt, zahlt man 30% Steuern von dem, was man eigentlich bekommen würde. Und wie das Ganze funktioniert, was du tun musst, damit du keine Steuern zahlen musst, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Sissy und auf diesem Kanal teile ich meine Erfahrungen aus über 11 Jahren YouTube und Online-Marketing mit euch. Und wie schon gesagt, als Deutsche müssen wir keine Steuern an die USA zahlen, denn es gibt ein Steuerabkommen zwischen den USA und Deutschland. Und deshalb müssen wir einfach nur unsere Steuerinformationen richtig in unserem AdSense-Konto eintragen und dann bleibt alles wie gehabt. Es ändert sich nichts für uns, aber wir müssen einmal kurz die Zeit investieren. Das sind ungefähr 10 Minuten oder 5 Minuten reichen eigentlich auch schon, wenn man eben das Ganze mit einer Anleitung macht. Ich habe für euch mitgefilmt, wie ich meine Unterlagen eingereicht habe, damit es für euch leichter ist zu entscheiden, was muss ich denn jetzt eigentlich anklicken. Als allererstes müssen wir jetzt in unser Google AdSense Konto reingehen. Das heißt, wir loggen uns ein und sehen dann direkt oben diesen Hinweis. Aber man kommt da auch über den Menüpunkt Zahlungen hin und kann dann hier oben auf diesen roten Hinweis klicken mit den Steuerinformationen verwalten. Und dann können wir das Ganze hier an der Stelle starten. Da steht jetzt auch, es kann ein paar Minuten dauern, aber an und für sich dauert es, wie gesagt, unter 10 Minuten. Und da müssen wir uns nochmal einloggen quasi doppelt. Das heißt, unsere Identität bestätigen und dann geht es auch schon los mit dem Formular. Hier hat man jetzt als allererstes die Auswahl zwischen Privatperson und keine natürliche Person, das heißt Rechtspersönlichkeit. Und wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, weiß vielleicht jetzt nicht so recht, was soll ich auswählen, weil ich bin doch keine Privatperson, ich verdiene doch Geld damit. Zum einen hat man die Möglichkeit, hier nochmal in die Informationen reinzuschauen über die kleinen I's. Es ist alles richtig gut erklärt, aber kurz gesagt, wenn du keine Gesellschaft bist, sowas wie eine GmbH, sondern ein Kleinunternehmen oder ein Einzelunternehmen, oder eben freiberuflich selbstständig in dem Sinn, dann bist du eine Privatperson. Als nächstes musst du deine Staatsbürgerschaft auswählen. Das wäre jetzt in dem Fall deutsch, weil bei US-amerikanisch wärst du ja wieder steuerpflichtig. Ich zeige dir jetzt den Weg, wo du keine Steuern zahlen musst. Das heißt, du bist deutsch und arbeitest in Deutschland. Und deshalb müssen wir jetzt hier bei dem nächsten Menüpunkt auch das erste auswählen. Das heißt, ich bin nicht in den USA ansässig und eine natürliche Person. Als nächstes geben wir dann den Namen ein, entweder der natürlichen Person, wie in meinem Fall, oder wenn man eben eine Gesellschaft ist, wäre an der Stelle mit Sicherheit jetzt der Name der Gesellschaft und weitere Informationen dazu. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, einen DBA-Namen anzugeben. Sowas habe ich nicht. Das ist auch optional, also lasse ich das Ganze frei. Und dann muss ich noch angeben, in welchem Land ich Staatsbürger bin. Und das ist wirklich auch wieder ein ausschlaggebender Punkt dafür, ob ich Steuern in die USA abführen muss oder nicht. Und wenn ich eben ein deutscher Staatsbürger bin und für Deutschland produziere und in Deutschland tätig bin, muss ich 0% Steuern zahlen und deswegen wähle ich jetzt hier natürlich glücklicherweise auch Deutschland aus. Als nächstes müssen wir dann unsere Steuernummer angeben und das kann wieder am ersten Moment ein bisschen verwirrend sein. Was ist jetzt TIN? Weil wenn man das noch nie benutzt hat, dann kläre ich mal ganz kurz auf. Das ist einfach eure ganz normale Steuernummer, also nicht die Umsatzsteuernummer, sondern die Steuernummer, mit der ihr beispielsweise auch eure Steuererklärung abgebt. Also sobald ihr Geld verdient, auch als Angestellter oder Angestellte, habt ihr eine Steuernummer und die muss man an der Stelle eintragen. Dann müssen wir auch noch unsere Adresse angeben oder eben den Sitz unserer Gesellschaft. Und an der Stelle ist einfach nur wichtig zu wissen, aber das kommt dann auch als Fehlermeldung, man kann keine Umlaute angeben. Das heißt, sowas wie ein ß muss man durch ein 2s ersetzen oder dann ein ä durch a, e und so weiter. Und wenn man das Ganze ausgefüllt hat, kommt man zu Punkt 3 und das ist dann das Steuerabkommen. Und die USA hat mit vielen Ländern ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Das heißt eben, dass man da nicht Doppelsteuern zahlen muss, weil in Deutschland zahlen wir ja auch Einkommenssteuer auf das Geld, was wir von Google erhalten. Und damit wir nicht doppelt Steuern zahlen, noch zusätzlich an die USA, dazu gibt es diese Vereinbarung. Also können wir an der Stelle das Ganze mit
Ja anklicken und müssen dann noch zusätzlich das Ganze bestätigen. Ja, ich bin ein Einwohner eines Landes, das so ein Abkommen abgeschlossen hat, also wähle ich an der Stelle nochmal Deutschland aus. Dann geht es weiter mit speziellen Steuersätzen und Bedingungen. Keine Sorge, es sieht komplizierter aus, als es ist. Im Grunde könnt ihr alles drei anhaken. Ihr macht nichts falsch, wenn ihr etwas zu viel anhakt. Es geht nur darum, dass alles abgedeckt ist. Und auf jeden Fall, wenn ihr YouTube-Partner seid, müsst ihr den dritten Punkt anhaken. Und da starte ich einfach mal mit Dienstleistungen. Und wie ihr seht, es ist schon der Artikel alles vorausgewählt. Man muss jetzt nur noch sagen, okay, ich habe 0%. Man muss es halt nochmal bewusst auswählen und dann auch nochmal bestätigen. Die Begründung wurde schon geliefert. Man muss sie nur noch anhaken. Und es ist halt sehr, sehr einfach gemacht. Und das mache ich an der Stelle natürlich einmal für AdSense und auch für das YouTube-Partnerprogramm. Das heißt, den dritten Haken setze ich auch. Man könnte aber an der Stelle auch direkt alles drei vorsichtshalber mal ausfüllen. Dann bekommen wir eine Dokumentvorschau. Das heißt, hier gibt es drei PDFs, die ihr auf jeden Fall auch mal öffnen solltet, mal reinschauen solltet, denn die werden so eben übertragen. Und da könnt ihr nochmal kontrollieren, ob ihr alle Angaben richtig gemacht habt. Sollte dem so sein, können wir einfach auf Weiterklicken und vorher eben noch mit dem Haken bestätigen. Und dann müssen wir das Ganze noch unterschreiben, indem wir eben bewusst jetzt hier unseren Namen nochmal eintippen und dann unten drunter auch nochmal versichern, ja, ich bin die im Unterschriftsabschnitt aufgeführte Person oder eben ich fülle das Ganze für jemand anderen aus. Und dann muss man an der Stelle nochmal versichern, dass man nicht in den USA für Google oder YouTube tätig ist oder war. Und das kann ich an der Stelle natürlich mit Nein anhaken, denn ich habe nie mich in den USA aufgehalten und für Google oder YouTube in dem Sinn gearbeitet. Das Ganze muss man noch zusätzlich bestätigen und dann gibt es noch die eine staatliche Erklärung über meine Statusänderung, denn mein AdSense-Konto existiert ja schon länger. Es ist kein neues Konto, deswegen ist es eine Änderung und dann muss ich hier noch angeben, ob ich bereits Zahlungen erhalten habe und da ich bereits seit Jahren YouTube-Partner bin, ist für mich natürlich jetzt hier die zweite Option richtig mit bereits getätigten Zahlungen. So kann das auch vollautomatisch im Hintergrund von Google und YouTube korrigiert werden für eben 2021, seit es diese neuen Regelungen gibt. Wenn ihr ansonsten noch auf der Suche seid nach weiteren Videos zum Thema YouTube, dann könnt ihr gerne mal hier oben in meiner Playlist reinschauen und hier unten werde ich nochmal ein Video ganz persönlich für euch verlinken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns demnächst auf dem Kanal wiedersehen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!